Und herzlich willkommen zur neuen Aufnahmesession von Memento Mori. Mein Name ist Steff von RGR Gameplay. Und ja, wir haben jetzt Pfingstwochenende. Und wenn ihr schaut, ist das bestimmt schon 3 Wochen her. ja, jetzt habe ich wieder Zeit, ein bisschen aufzunehmen. Sonst sind die Klassenarbeiten im Weg. Ich gehe noch zur Schule. Sonst so die Arbeiten, Klassenarbeiten und sonstige Arbeiten noch im Weg. Ja. Hallo, ich suche einen Mann namens Diaz. Kennen Sie den? Ils mesmo vêm. Nós temos que ter cuidado, porque senão... Vem, tu tens que vir comigo, porque senão... Eles vêm, eles quase estão cá. Das wird keine leichte Unterhaltung. Diaz! Aurelio Diaz! Eles estão quase cá. Nein, so wird das nichts. Ich spreche Russisch, Englisch und Französisch. Aber um auch noch Portugiesisch zu lernen, hatte ich nie die Zeit. Wer hat dazu schon Zeit? Wir gehen jetzt mal zum Taxistand. Das ist jetzt meine 3. Aufnahmesession von diesem Speicherstand. Die erste habe ich verhauen, die zweite hatte ich am Mikro nicht an. Habe ich zum Glück nach 3 Minuten gemerkt und ja. Verschiedene portugiesische Zeitungen unter einer Plastikfolie. Ja, und der Kiosk? Scheint keiner da zu sein. Ja, definitiv abgeschlossen. Ein Stapel Zeitungen. Wenn ich Portugiesisch könnte, würde ich mir eine kaufen. Oder eine klauen, ne? Da war noch ein Mülleimer. Irgendetwas stinkt hier. Hier Was? Stehen sonst immer Taxis. Eigentlich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Komisch, wenn sie sich so mit Lissabon auskennt. Boah, dieses Ort. Warum Und kann was sie... kann ich mir jetzt damit kaufen? Warum kann sie kein Portugiesisch? Ja, 5 Euro bekommen. Gehen wir mal über die andere Straßenseite. Ah, hier haben wir einen Einkaufsladen. Ups. Da habe ich zu schnell gedrückt. Sorry. Jazz ist das einzige Wort, das ich hier verstehe. Und aus Jazz habe ich mir noch nie viel gemacht. Ne? Vielleicht ein Flyer für ein Konzert oder aber was ganz anderes. Schwer zu sagen. Ja, und dann noch ein Poster. Dann hat Onkel Sam es also den ganzen Weg bis nach Lissabon geschafft. Aber dieses Mal ist es ein Flyer für ein Konzert und nicht für die Army. Gucken wir doch mal am Automaten. Ich könnte mir eine Kleinigkeit kaufen. 138. Irgend so ein Lebkuchendings. Den Geschmack kann ich nicht ausstehen. 222 sind Mandeln. Darauf bin ich nicht so scharf. 141, das ist Kaugummi. Darauf habe ich jetzt aber keine Lust. 143, ein Schokoladenriegel. Nicht schlecht, aber vielleicht gibt es etwas, das mich noch mehr anspricht. 135, das ist ein Lutscher. Ich liebe Lutscher. Als Kinder haben wir die immer gegessen und dann mit dem Stiel der alten Tereskova die Klingel festgeklemmt. Kinder und ihre Streiche. 134 sind ganz stinknormale Bonbons. 291, ein Nussriegel mit Schokolade. Nüsse mag ich nicht. Ich denke mal, wir nehmen den Lutscher, wenn sie da solche Erinnerungen hat. Ausgabe, abrechnen, Ausgabe. Na gut. Der Lutscher war noch eine gute Idee, aber so langsam wird dieses Ding nervig. Ja. Wechselgeld. Oh, von 5 Euro auf 4 Euro. 1 Euro kostet so ein scheiß Lutscher. Boah. Ein Himbeerlutscher an einem langen Stiel. Ja. Ein ausgewickelter Lutscher. Der riecht gut. Nee, ich riech nix. Boah, hat sie den schon verputzt. Der Kerl, der da schläft, fände das sicher nicht so toll. Hey, Senor! Stunde minha Pause. Pause, porra. Unglaublich. Er ist schon wieder eingeschlafen. Ja, aber ein Radio hat er hier liegen.
Wenn ich es ein bisschen lauter drehe, kriege ich damit vielleicht den schlafenden Bauarbeiter wach. Ich würde ja nicht darauf wetten, aber vielleicht hilft er mir ja. Der Empfang ist jetzt zwar etwas besser, aber man versteht immer noch nichts. Scheint, als hätte ich etwas reinbekommen. Ja. Ja, da ist er ja dann wach geworden. Guten Morgen! Ah, surpresa. Falas português? Podes então explicar-me por que me acordaste? O que queres? Zwecklos. Das hört sich schon fast so an wie russisch. Guten. Zwecklos. Zumindest muss ich zugeben, dass er gerade eine ziemlich coole Pose macht. Aber ohne einen funktionierenden Kompressor wird er auch nicht mit dem Presslufthammer weiterarbeiten. Ja, dann wird er halt nicht damit weiterarbeiten. Machen wir weiter. Tudo rápido, cavalo. Já que andas aí de lado para o outro, podias ligar o gerador. O gerador é coisa grande metal. Er will wohl, dass ich das Ding irgendwie anwerfe. Aber ich weiß nicht, ob er in diesem Zustand mit einem Presslufthammer arbeiten sollte. Ach egal. Wenn ich ihn nicht anwerfe, macht es jemand anders. Genau. Er läuft! Oh nein, der Schalter hat sich wieder umgelegt. Ich muss ihn irgendwie festmachen. Ist das hier eine Baustelle oder bilde ich mir das nur ein? Der Bauarbeiter schläft, die Maschinen funktionieren nicht. Wie in aller Welt haben die hier überhaupt die Häuser zustande gekriegt? Das frage ich mich auch gerade irgendwie. Ich habe eine Idee. Sie hat doch was von der Klingel erzählt und den Stiel. Man jetzt wird spannend. Man... Wieder nichts. So funktioniert es nicht. Ich muss den Schalter irgendwie festmachen. Ja, und... Zack, einmal an. Geht doch. Pelo amor do senhor, o que fazes? És tu linha. Não vês que não funciona. Der Druck ist da, aber irgendetwas stimmt nicht. Ah, ich hab's. Er hat den Presslufthammer am falschen Anschluss. Der Druck geht an einen anderen Gut, wollen wir hoffen, dass er jetzt anfängt zu arbeiten. Wird sicher eine ganz neue Erfahrung für ihn. Oh ja. Sieh mal einer an. Wenn er sich anstrengt, leistet er wirklich gute Arbeit. Gucken wir doch mal hier an diesem Holzschuppen nach. Da ist nur noch eine Zange zum Metallschneiden übrig. Immerhin etwas. Ja, und hier wird das auch noch angesteuert mit einer Batterie. Ist aber sehr, sehr selten. Diese Telefonnummer könnte nützlich sein. Nur dumm, dass ich sie so schnell wieder vergesse. Ja, dafür gibt's das Telefon. Hab ich. Ist jetzt in meinem Handy gespeichert. Ja, super. Gibt's noch was? Wie viele Jahre es wohl dauert, bevor aus dieser Ruine wieder ein Haus geworden ist? Oh, das dauert, glaube ich, noch eine lange, lange Zeit. Ansonsten gibt's hier nichts anzuklicken. Oh doch, Schaufenster. Mein Gott, braucht die lange. Man guckt sie sich noch nicht mal das Schaufenster an. Boah, ist die olle Doofe. Und der Verrückte hat sich auch die Ohren zu. Der hat bestimmt so ein Penner. Vielleicht kannst du mir helfen, wenn ich dir etwas gebe, um dein Gedächtnis aufzufrischen. Okay. Atiras moedas, como se eu fosse um real expediente. Vais para o inferno. Não vais escapar deste planeta. Vais apodrecer com os outros ignorantes.
Der geringe Betrag, den ich ihm angeboten habe, muss ihn wohl verärgert haben. Er ist weg. Ja, das versteht er aber, ne? Na, gucken wir weiter. Nichts. Probier ich's eben mal bei den Nachbarn. Das ist Portugiesisch. Ich verstehe kein Wort. Ich brauche jemanden, der mir weiterhilft. Ja, guck mal hier. Hier ist Dias Briefkasten, Wohnung Nummer 6. Da ist ein Brief drin. Den muss ich irgendwie rausfischen. Vielleicht steht da ja etwas Interessantes drin. Okay. Ich bin total motiviert. Nein. Den Diego Jim. Oder wie der Name ausgesprochen wird. Schreibt's doch mal in die Kommentare. Ha, der Witz war gut. Nee, der hört sich schon irgendwie so portugiesisch, spanisch-mäßig an. Rufen wir an, sowieso fast oh, die eine Sprache. Oh, die schöne Lara. Was kann ein alternder Detective aus Abteilung Nummer 3 für dich tun? Oder rufst du nur an, um mir endlich zu gestehen, wie unsterblich du dich in mich verliebt hast? Na, besser spät als nie. Dieses Mal leider nicht, Diego. Das hebe ich mir für einen geselligeren Augenblick auf. Im Moment brauche ich gerade dringend deine Hilfe. Una que compasión. Womit kann ich dir helfen? Sprichst du vielleicht zufällig auch Portugiesisch? Ist doch so ähnlich wie Spanisch, oder? Ich muss in dieses Haus hier rein und ich weiß nicht, wie man danach fragt, dass sie die Tür aufmachen. Ha! Was ist das für ein Trottel, wenn er eine so schöne Frau wie dich vor seiner Tür stehen lässt? Allein der Gedanke daran bricht mir zwar das Herz, aber wenn der Kerl es wirklich wert ist, versuche es mal mit Abra a porta, por favor. Danke, Diego. Ich schulde dir einen Kaffee. Kaffee? Naja, wohl besser als nichts. Ja, aber das sollte man bestimmt nur bei Männern anwenden. Gucken wir doch mal die Klingel. Abra a porta, por favor. Was würde ich drum geben, wenn Diego jetzt hier wäre statt in Lyon? Aber eigentlich sollte das doch kein großes Problem sein. Ich rufe ihn einfach nochmal an und frage ihn, ob er mir hier hilft. Mal gucken, was wir machen sollten. Natürlich. Das Handy benutze ich nur zu... Mein Gott. Das wird ein teures Let's Play. Noch mal durch. Es heißt, abra a porta, por favor. Denkst du könntest das übernehmen? Was meinst du? Kannst du das Reden übernehmen? Ich muss da wirklich unbedingt rein. Na, dann bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Outra vez! Sacanas nos putos! Quem está aí? Disculpe, minha senhora. Não se importa de abrir a porta, por favor, que esta menina não fala português e tem a filota no prédio, como a sua vizinha que não abre a porta. Ai, coitadinha, deve ser a portalhona do segundo esquerdo, de certeza. Entre, menina, e vá buscar a sua filhinha, coitadinha. Die Tür ist aufgegangen. Vielen Dank, du bist einfach fantastisch. Kein Problem. Und vergiss den Kaffee nicht. Ja, den werden wir nicht vergessen. Entschuldigen Sie bitte, ich wollte nur fragen, ob... Genau die Jugend von heute. Nummer 6. Nach den Namen auf den Briefkästen müsste das hier Dias Wohnung sein. Nummer 6.